Recht herzlich willkommen zur 212. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, letztes Mal haben wir reingeguckt, ne? Dann haben wir jetzt drei Sachen noch. 249 Tage, die Jungs auf dem Weg nach Duna. Und wahrscheinlich hier dieser Weg da oder so, keine Ahnung. Dann die haben 12 Tage und das sind hier, glaube ich, die 11 Tage, ne? Ja, das ist 11 Tage und das ist 12 Tage. Da müssen wir ganz schön aufpassen, dass wir das hinkriegen mit Minmus. Aber das kriegen wir definitiv hin, denke ich mal. Wir gehen erstmal hier wieder raus, gucken gerade noch nach einem Auftrag oder sowas. Da sollten wir nochmal reinkommen. Hier haben wir wieder diesen Bug. Komm, dann gehen wir nochmal raus und gehen nochmal rein. Vielleicht wird es dann besser. Oh, eine neue Orbitalstation um Kerbin. Das hört sich doch auch cool an, oder? Klingt eine interessante Frage auf. Wir wollen wissen, welche Grüntöne ein Kerbel annimmt. Hohe G-Kräfte aussetzen, okay. Fünf Kerbels sollen in der Umlaufbahn von Kerbin versorgt werden können, okay. Okay, Stromerzeuger, Andockluck und Antenne, das ist nicht viel. Eine Einrichtung mit 5 Kerbels braucht man. Und die Flugbahn muss halt 10 Sekunden da sein, ist auch. Ja, das ist alles easy going im Endeffekt, ne? Aktiv erstmal. Machen wir. Sind wir unterwegs hin, ne? Aber ob das eine Orbitalstation ist? Ne, wir retten jemanden, glaubt da, ne? Ja, den retten wir. Da sind wir jetzt nicht unterwegs. Position einer Satelliten, das machen wir. Wir retten zwei. Die sind aktiv, ne? Was Friedräume retten, aber dass da Defort neu ist. Ach, warte mal, das könnte sein, dass das die auf dem Rückweg sind. Alles klar. Ja, ja. Sieht man das hier irgendwo? Nicht wirklich, ne? Ich glaube, das passt schon. Das ist das Triebwerk. Das könnte sein, dass es mit der Duna-Mission erledigt ist. Und wir haben jetzt hier noch die Orbitalstation, die sich ja ganz nett anhört, ne? Das machen wir nicht. Positioniere Minmus V3 Relay in einer angepassten Umlaufbahn von Minmus. Das könnte schon interessant sein. Müssten wir aber gucken, wo V3 ist, ne? Positioniere Satellitenraketen in einer Angel. Auch interessant bestimmt. Ja. Ja, mich würde jetzt momentan die Orbitalstation natürlich so ein bisschen locken, dass man die baut. Bau eine neue Station mit Antenne, Andocklok und Stromerzeuger. Ja, machen wir mal. Und ist jetzt unter aktiv. Jetzt müssen wir eine Orbitalstation basteln. So, dann gehen wir mal hier rein. Und eine Einrichtung mit für fünf Personen. Nutzlast. Wartungsbucht. Das ist nur eine Wartungsbucht. Das wollte ich jetzt dann nicht. Ist das wirklich nur hier oben? Steht irgendwo was? Verfügbar vorhanden 2. Crewkapazität 2. Eine. Da war keine. Eine. Da sind 3. Hier sind viele, ne? Oder ne?
Da geht nur einer rein, so ein Riesending. Da geht gar nichts rein. Ja, super. Das würde für mich bedeuten, dass wir mehrere Blechbüchsen machen müssen, ne? Das ist alles das. Gibt's nicht irgendwo noch sowas, wo so beim Forschungslabor 5 Personen sitzen können oder sowas? Das sind Antennen, hier Forschung da. Aber auch nur 2. Ja, das wäre es doch, mobile Forschungslabor. 2. Was haben wir hier noch? Nix, ne? Oh, 4 gehen da rein. Und da 2. Das ist wahrscheinlich immer ein Riesending hier, ne? Ja, dann müssen wir was bauen, was dafür geeignet ist. Wir brauchen 5. Das würde bedeuten, wir können damit anfangen. Und bauen dann noch was mit 2 drauf. Drunter. So, dann wären jetzt 5, ne? Würde ich sagen. Das ist ja das, was wir brauchen. Wir können wahrscheinlich auch untereinander da rein und raus gehen. Läuft, oder? Ja. Andockluke und Stromerzeugung brauchen wir dann noch. Gut. Das ist eine, die mindestens 5 Kröbels unterstützt. 3 und 2 sind 5. Halte eine so lange. Das ist auch neu. Das ist auch klar. So, das bedeutet, wir brauchen jetzt noch eine Andockluke. Wo würde ich jetzt bei Struktur eine Andockluke finden? Nicht wirklich, ne? Hilfsmittel. Das sind Fallschirme, brauchen wir nicht. Das Ding soll ja da oben bleiben. Scheinwerfer. Ist die Frage, ob wir sowas... Ja doch, das brauchen wir definitiv, Scheinwerfer. Und zwar zur Andockluke hin, damit man das besser sieht. Da machen wir 3 davon. Ne, das war schon richtig. Aber die müssen wir drehen. Rotate. Ne, das war auch wieder falsch. Wie war noch rotieren hier jetzt bei? Ah, so rum. So, gucken wir mal. Na, das sieht doof aus. So wird's gehen, ne? Ich weiß gar nicht, wofür das da jetzt ist. Und das da. Aber ist wahrscheinlich nur ein Gimmick, ne? So, das bedeutet, wir haben die Scheinwerfer. Jetzt brauchen wir da einen Docking-Port noch. Hier ist nichts, was wir noch brauchen, würde ich sagen, ne? Wissenschaftlich. Ah, weiß ich nicht. Machen wir einfach dran, ne? Weil man weiß nie, wofür es gut ist, ne? Irgendwann kommt einer und sagt, wir brauchen ein Barometer, eine Temperatur da oben weg. Und das Thermometer machen wir gleich da mit hin. Das ist so klein und das ist so groß. Und das hier, was ist das? Ah, das ist so ein Riesending. Das war ja auch die Geschichte mit den 2, ne? Da bin ich jetzt echt am überlegen. Hier waren auch 2, ne? Vielleicht machen wir das lieber. Gefällt mir mehr, ne? Drei und das waren auch 3 oder 2? Ne, 2, da sind dann 5. Ich glaube, ich möchte das so machen. Ja. So, jetzt sind wir noch nicht weiter mit der Andockluke und Antenne. Eine Relais-Antenne können wir definitiv hier anbringen.
Machen wir aber drei dahin, oder? Gut, Antenne ist geklärt. Stromversorgung fehlt jetzt noch. Elektrischer Strom. Was hat er hier für eine Leistung? 400. So hin. So hin. Photovoltaikmodule? Ja, die brauchen wir definitiv auch. Aber da würden ja die reichen, ne? Klappt das mal gerade aus? Ja, das sind die, die ich auch haben wollte. Obwohl, nee, die nehmen wir nicht. Wir nehmen diese, weil ich glaube, es ist besser, wenn die nicht so einen großen Abstand haben. Beim Ausklappen, dann knallen wir da nicht so schnell rein, oder? Aber das gefällt mir da oben nicht. Ich baue die lieber hier unten hin. Ja. Dann haben wir das auch. Strom wäre dran. Hitze ist jetzt, glaube ich, nicht so eine Rolle. Das brauchen wir erstmal alles nicht. Das auch nicht. Kopplung. So, das ist unsere Andockluke. Aber die ist total lütt, ne? Und da will keiner andocken lassen hier, oder was? Wieso snappt denn da nicht ein? Was haben wir denn noch hier? Entkoppler. Entkoppler. Stapelseparator. Eigentlich ist es das, was wir brauchen. Was geht da oben hin? Gar nichts oder was? Das ist jetzt für mich ein bisschen komisch. Habe ich das jetzt Ding weggeschmissen oder hier in der Luft gesetzt? Ne, habe ich weggeschmissen. Okay, geht vielleicht nur so, kann das sein? Den Adapter, jetzt machen wir nochmal den Entkoppler da drauf. Geht der dann? Der snappt nicht ein. Doch, da war er gerade, oder? Muss ich drin drehen? Nee. Da wird er auch nicht einsnappen. Ich glaube, wenn ich den so bewege, dann ist der da auch angebaut, ne, oder? Aber wie schäbig ist der angebaut? Weil sonst wird der da nicht mitgehen, ne? Wenn er da nicht eingebaut ist, oder? Ich weiß jetzt nicht, ob ich da passend bin. Ich hoffe mal, ja. Er bewegt sich. Sollte vielleicht gehen. Ich weiß es aber nicht. So. Was haben wir hier noch? Ein Rack-Spiel, ja. Das könnte sein, dass das wäre. Aber das ist ja hier in dem großen Ding auch drin, also brauchen wir vielleicht doch nicht. Das wäre vielleicht auch noch eine Geschichte, wo ich sagen würde, wäre ganz nett zu haben, ne?
Aber eigentlich müsste nicht dieses Teil das haben, obwohl Korrekturdüsen da zu haben ist vielleicht auch nicht verkehrt. Man weiß nie, wie es kommen wird. Na, das ist jetzt doof mit der Scheibe da. Und da gefällt es mir auch nicht. Da ist es dann auf der Scheibe, auch doof. Gucken wir mal, ob es da gut aussieht. Machen wir da hin, alles ist gut. Okay. Was haben wir hier noch? Noch ein anderes Triebwerk. Ja, dann sind wir damit erstmal so weit durch, würde ich sagen, ne? Einfaches Düsentriebwerk. Erstmal brauchen wir Tanks. Und hier kommen jetzt die Dicken in Betracht, oder? Ja. Achso, den einen haben wir da auch noch sitzen jetzt. Ne, den wollte ich doch gar nicht. Ich wollte den haben. Welcher war es? Der war es, ne? Ich weiß nicht, müssen wir nachher mal gucken, wie viel wir da brauchen. Tendenziell neige ich ja dazu zu sagen, das muss so reichen. Jetzt noch ein Triebwerk darunter. Ne, das waren Kapseln, das waren die Triebwerke. Bisschen klein. Ich schätze mal, das ist das passende, oder? Oxidator. Treibstoff. Ja, das ist wahrscheinlich das, was wir am ehesten brauchen könnten, ne? Jetzt die Frage, ob wir das nachher alles so behalten wollen da oben. Wenn es denn soweit ist, wir brauchen auch noch hier ne, so Werte, die ich jetzt hier komischerweise gerade gar nicht sehe, fällt mir auf. Das Care ist gar nicht hier drin, oder was? Ne, ja, das war falsch. Hier sehen wir es. 3000? Ja, das ist schon was, ne? Trotzdem müssen wir da noch was beimachen. Okay. Ach, guck mal, dieses Batterie, die sitzt da auch voll doof. Wenn sie da sitzt, ja, brauchen wir auch nicht drüber. Ach so, da sind doch auch vier. Dann lass es so sitzen, dann passt's wieder, ne? Genauso wie mit denen. Dann setzt die da hin, dann sind's auch vier. Und diese sind mir auch dann da mit dreien zu doof. Dann machen wir's doch gleich richtig mit vier. Ja, lassen wir es so. Das mit den dreien ist da oben okay, Scheinwerfern. Zum Andocken. Ja, und dann ist es halt so, dass wir da noch die da dran haben wollen. Und ich weiß nicht, wie weit wir es brauchen. Wir machen es einfach mal dran und gucken, was die Triebwerke da, die Booster da so machen, ne? Ne, der ist so, nehmen wir den. Gucken wir mal, ob man mit so einem Ding hochkommt. Sollte aber so sein, oder? Müsste eigentlich reichen. Aber das sehen wir dann erst, ne? So, Nosecone. Die war noch hier bei Struktur eigentlich, oder? Ne, Aerodynamik ist es. Die sind dann da drauf. Dann noch so ein paar Flügel ein. Obwohl, die werden ja dann, ja, stabilisieren wir da, oder? Dann fliegen die nachher weg, wenn wir die absprengen. Ja, will ich mal hoffen, dass das so funktionieren könnte, ne? Die könnten insgesamt noch tiefer, ne? Ah,
das ist ja wieder toll, das geht dann noch nicht so hin, wie ich mir das vorstelle. Und das ist schon da unten so weit wie möglich tief. Aber jetzt passt's. Ja, jetzt geht's. Dann können die, glaube ich, auf den Triebwerken stehen. Sollte funktionieren, oder? Dann muss die Kiste allerdings noch einen kleinen Tacken tiefer. Dann brauche ich nicht so einen Turm, oder? Aber wir können das Ding ja erstmal umbenennen in Körbelstation. Und speichern das Ding. Und machen mal einen Test. Und gucken uns das gerade noch an. Wir haben aber noch nicht die Stufen richtig einsortiert. Das müssen wir auch noch machen. Aber mir geht es jetzt erstmal darum, ob die da überhaupt stehen kann oder schon zusammenbricht beim Stehen. Ah, ist schon ein bisschen instabil, ne? So. Baue eine Station mit Antenne, habe ich. Besitze eine Einrichtung mindestens 5, haben wir. Halte eine Sekunde lang die Stabilität, haben wir. Und nur noch in die Umlaufbahn. Also der Auftrag geht so. Wenn es denn dann da hochgeht. Dann müssen wir das hier aber noch sortieren. Gut, da würde ich aber jetzt sagen, bergen wir das Raumschiff und dann, ich glaube, wir machen das nächste Mal mit dem Turm. Aber das machen wir alles in der nächsten Folge, dieses Feintuning noch. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr ein Abo macht und wenn ihr der Folge auch noch einen Daumen hoch gibt. Und wir sehen uns bestimmt in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.